Gleich zu Beginn unserer Reise wartet ein ganz besonderes Highlight auf uns, der Vulkan Poas mit seinem türkisblauen Kratersee. Weiter geht es an die traumhaften Strände von Puerto Viejo de Talamanca. Bei karibischem Flair können wir so richtig die Seele baumeln lassen. Beim Wandern am Strand finden wir mit etwas Glück Affen und Faultiere. Sobald der Mond den Platz mit der Sonne getauscht hat, begeben wir uns auf Tierbeobachtung in der Dunkelheit. Wie Schokolade hergestellt wird, können wir heute hautnah erleben und dürfen am Schluss natürlich auch probieren. Auf dem Rio San Carlos halten wir Ausschau nach allerlei Tieren. Am 9. Tag unserer Reise haben wir die Möglichkeit, in der Latika Rainforest Lodge einen richtigen Urwaldbaum zu pflanzen. Vom Regenwald geht es hinauf in den Nebelwald bei Monteverde. Mit etwas Glück entdecken wir auch den wunderschönen Quetzal. Zum Schluss unserer Reise können wir am Strand von Samara noch einmal so richtig entspannen.